Schaut hin, sagt Jesus. Bewegt euch und schaut mal genau. Seht, dass da sehr viele Menschen sehr hungrig sind. Seht, was ihr habt. Seht zu, dass ihr teilt, Essen austeilt, Gutes weitergebt. Schaut hin, heißt das Motto vom Kirchentag, der jetzt zur Himmelfahrt beginnt. Zwei kurze Worte, eine klare Aufforderung, ein Appell, eindringlich, merkt es euch. Eine unmissverständliche Ansage, als Jesus spürte, seine Freunde fühlen sich überfordert. Sie denken, naja, für uns selbst könnte es doch reichen. Egoismus scheint so viel leichter als Nächstenliebe. Bei Jesus zählt das nicht. Geht hin und seht. Schaut hin, gerade als das Ja-Aber seiner Freunde übermächtig wird. Gegen die vielen Einwände ein direkter Appell, die einfach zu ignorieren und sich nicht vom vermeintlich Unmöglichen schrecken zu lassen. Am Ende wurden alle satt. So steht es in der Bibel, in der Geschichte im Markus-Evangelium. Wann schauen wir hin? In den Jemen, nach Syrien und an die anderen Orte dieser Welt, wo die Kinder vor Hunger sterben. Schaut hin auf die Zusammenhänge, wie wenig es uns nützt, dass wir hier pünktlich zur Wahl im Herbst geimpft sind, aber das Virus fröhlich mutiert in der Ferne und zurückkommt. Wann erreicht das, was wir sehen und wissen, unseren Verstand und unser Herz? Fahrt zur Hölle, ihr anderen, ist nicht unser Motto. Geht doch um Himmelfahrt.